Hallo und herzlich willkommen zum siebten Teil meiner Videoreihe über diese Bernardo-Dreh-Fräs-Kombination. Nachdem ich euch beim letzten Video gezeigt habe, wie man dieses Backenfutter wechselt, möchte ich euch heute zeigen, in einem kurzen Video, wie man an diesem Fräsaufsatz EVA 16 das Fräswerkzeug wechseln kann. Dazu ein paar Worte vorab. Ich möchte euch also in diesem Beispiel zeigen, wie man diesen jetzt hier montierten Bohrfutterdon an der Fräse gegen einen Dorn, also gegen eine Aufnahme für Spannzangen austauscht. Diese Werkzeuge sind jeweils mit einem MK2-Kegel versehen und haben hier eine Verschraubung. Das ist auch der Unterschied zu einer Bohrmaschine. Bei einer Bohrmaschine wird ja das Bohrfutter normalerweise nur über den Kegel in die Bohrmaschine gesteckt und das ist auch kein Problem, weil bei der Bohrmaschine beim Bohren wirken ja nur axiale Kräfte, das heißt im Zweifelsfall wird das Bohrfutter einfach nur fester in diese MK2-Aufnahme gedrückt. Beim Fräsen ist es anders, deswegen sollte man auch keine Bohrmaschine zum Fräsen verwenden. Beim Fräsen entstehen nicht nur Axialkräfte, sondern insbesondere auch Radialkräfte. Und weil eben Radialkräfte entstehen, muss das Werkzeug verschraubt sein und die Lager an so einer Fräsmaschine müssen natürlich auch anders ausgelegt sein. Die müssen also auf Axial- und Radialkräfte ausgelegt sein. An der Bohrmaschine reicht es aus, wenn das ein Lager ist, das Axialkräfte aufnehmen kann. Wie wird jetzt dieses Werkzeug getauscht? Ist relativ einfach. Hier oben auf dem Fräsaufsatz gibt es hier eine Abdeckung. Diese Abdeckung muss entnommen werden. Dann sieht man hier die Spindel. Dieses Teil hier ist mit dem Werkzeug verschraubt. Und hier ist nochmal eine Fläche für einen Schlüssel angebracht, um gegenhalten zu können, wenn diese Verschraubung gelöst wird. Wenn diese Verschraubung gelöst wird, gibt es zwei Stufen. In der ersten Stufe wird die Spindel aus dem Werkzeug gelöst, das heißt die Verschraubung wird gelöst. Wenn man dann weiter dreht, gibt es nochmal einen Widerstand und über diesen zweiten Widerstand wird das Werkzeug aus dem MK2-Kegel gedrückt, weil alleine würde das ja nicht rausgehen. Das zeige ich euch jetzt noch am Beispiel. Und auch hier ist es wieder so, wie auch beim Backenfutterwechsel, dass man zur Sicherheit, ich fahre hier gerade mal den Bettschlitten zur Seite, dass man also zur Sicherheit beim Werkzeugwechsel hier wieder ein Brett auf das Maschinenbett legen sollte. Einfach um zu vermeiden, falls wirklich mal das Werkzeug runterfallen sollte, dass das Maschinenbett nicht beschädigt wird. Wenn man die Schraube hier oben löst, fällt aber das Werkzeug auch nicht gleich raus, weil das ist ja noch im Gewinde drin. Das heißt, also man kann hier durchaus oben lösen und erst beim vollständigen Ausschrauben muss man natürlich unten dann halten, damit das Werkzeug nicht rausfällt. So, jetzt also wie gesagt, wenn man das Werkzeug entfernen will, hier sichern, hier öffnen, bis zum ersten, jetzt ist das Werkzeug im Prinzip gelöst, aber noch nicht ausgeworfen. Und jetzt weiter drehen, bis diese Schwergängigkeit überwunden ist. Jetzt ist das Werkzeug ausgeworfen. Es fällt aber noch nicht raus, weil es ja, wie gesagt, verschraubt ist. Jetzt kann man dieses Werkzeug hier einfach entnehmen. Ein anderes Werkzeug einsetzen, also zum Beispiel hier diese Aufnahme für die Spannzangen. Dann das Werkzeug wieder verschrauben. Und dann einfach hier oben wieder festziehen. So, und dann die Kappe aufsetzen, die Schutzkappe. Und damit ist der Werkzeugwechsel beendet. Ja, war jetzt nur eine Kleinigkeit, aber auch das gehört dazu. Und deshalb vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Ralf.